Ja, hallo. Hier mal zwei Anwendungen für Linux. Ganz schnell gezeigt, mit denen man im Grunde einen KVM-Switch softwareseitig realisieren kann. Das heißt, dass man Anwendungen, die auf diesem Rechner hier laufen, auch auf anderen darstellen kann und auch die Tastatur und die Maus für verschiedene Geräte benutzen kann. Und entweder ein Tablet oder ein Laptop oder ein Smartphone. Oder was auch immer sonst. Das ist, finde ich, ganz praktisch und das mache ich hier zum Beispiel auch schon eine ganze Weile, um mir im Grunde einen zweiten Monitor zu ersparen und somit Kosten einzusparen, denn ihr habt den Laptop hier oben fliegen und ihr braucht den im Moment nicht so dringend. So, das erste Programm, mit dem man Anwendungen auf andere Systeme spiegeln kann, also die auf anderen Systemen gerendert werden und im Netzwerk halt übertragen werden, heißt XPRA. Das ist im Grunde wie X-Forwarding, nur in stabiler und flüssiger und auch in benutzerfreundlicher, wie ich finde. Das gibt es auch in den Debian-Quellen zum Beispiel und somit auch bei Ubuntu und in anderen Distributionen. Das können die ganz einfach installieren. Hier habe ich es mal mit apt-get install XPRA beispielhaft eingestellt. Das installiert auch. Der Parameter-S ist zur Simulation. Da könnt ihr auch sehen, was mit installiert wird. Sind nur ein paar Pakete und die nehmen ja wirklich viel Platz weg. Und wenn das installiert ist, können die im Grunde schon in der Screen-Session, die ich euch jetzt mal zeige, den Befehl eingeben, den ihr zum Beispiel wunderbar aufgelistet in der Ubuntu-Wiki findet. Ja doch, hier ist es. XPA Start, SSH, Benutzername, also euer Benutzername, Rechnername, das wäre im Grunde Localhost. Und dann eine Portnummer und dann führt er einen Befehl aus, der mit der Verbindung oder mit der Eingabe auf dem entfernten System ausgeführt wird. Hier ist Xterm eingetragen. Ihr könnt auch ein anderes Terminal nehmen oder was auch immer. Es ist aber ganz praktisch, da ihr somit per Terminal, wenn ihr dazu in der Lage seid, die unterschiedlichsten Programme ausführen könnt. Übernommen habe ich den hier bereits mal, wie gesagt, in der Screen Session, die auch schon eine ganze Weile läuft. Hier seht ihr es. Und ja, das läuft dann im Hintergrund. Und auf dem entfernten Rechner können die es dann ausführen. Ich zeige euch das mal. Hier haben wir das schon mal, weil ich es schon ausprobiert habe. Machen wir es nochmal. Jetzt wird eine Verbindung aufgebaut, das Fenster wird gerendert, was schon in der Sitzung geöffnet ist. In dem Fall ein einfaches Xterm, also Terminal, wo Kate ausgeführt wird, was auf dem Rechner hier installiert ist. Ein KDE-Editor, der zum Programmieren und zum Schreiben von Webseiten und zum Editieren von Konfigurationsdateien ganz praktisch ist und die Qt-Libs auch benötigt. Da hier auf dem Rechner nur GTK installiert ist und es auch nur ein kleines Netbook ist, habe ich nicht wirklich Lust, diverse Sachen hier drauf zu installieren. Und ja, da kann ich mir die ganzen Sachen hier spiegeln und das ist im Grunde wie ein zweiter Monitor. Das benutze ich zum Beispiel immer, um hier mein Chatland zu bilden und auch zum Beispiel für andere Sachen wie zum Beispiel Texteditoren oder also Word, Excel bzw. Writer und Calc von LibreOffice oder auch zum Beispiel für GIMP, weil ich gerade das 10 Zoll Bild und ja, im Grunde könnt ihr euch damit alles auf
diversen Systemen darstellen. Geht natürlich auch mit großen Rechnern. Also Netbook ist jetzt kein Muss. Passt nur halt auf die Fläche hier. Und ja, die können die auch ganz einfach wieder schließen, die Sitzung. Dazu geht ihr hier oben im Menü oder in eurer Leiste auf das Tray-Icon, wo ihr auch verschiedene Sachen einstellen könnt, wie zum Beispiel das Clipboard kopiert wird, also Zwischenablage, die Encodierung. Da gibt es verschiedene Einstellungen, je nach Rechner, je nach Leistung. Die Qualität, die entweder automatisch ist oder zwischen bester Übertragung oder niedrigster Latenz und niedrigster Verbrauch hier einstellbar ist. Mikrofon kann man einstellen, ob das gebraucht wird, Tastaturabgleich und halt ja, dass ihr die Verbindung trennen könnt. Das machen wir jetzt mal. Und im Grunde ist es immer noch gespeichert, da alles hier drauf läuft. Und ja, wenn ihr jetzt die Tastatur hier oder die Maus benutzen wollt für diesen Rechner, müsst ihr euch folgendes Programm installieren, das ist Synergy. Das ist im Grunde quelloffen. Könnt ihr euch auch hier im Git ziehen, da die Entwickler aber gerne um Hilfe bitten und finanziell wohl nicht so gut bei der Sache sind, bekommt ihr über die offizielle Seite nur einen entgeltlichen Download. Aber dafür halt lebenslange Unterstützung von den Entwicklern. Und der Gesamtpreis ist auch nicht so hoch, also 9 Euro, 10 Euro, das geht eigentlich. Aber dafür halt auch für diverse Systeme. Das heißt, ihr könnt die Tastatur und die Maus auch für euren Mac benutzen oder für Windows. Hier seht ihr schon das Debian und Ubuntu-Logo. Und es geht auch. Es existieren auch Clients für Android, also. Das ist ganz praktisch. Das ist auch ähnlich simpel dann zu kompilieren, wenn man es nur kompiliert oder als fertiges Paket installiert. Jetzt habe ich meinen Datei-Explorer versehentlich geöffnet. Upsa. Und ja, im Grunde kann ich es auch kompilieren. Ist eigentlich als notwendig, bekommt man in den Distri-Quellen eures Vertrauens. Und sieht dann im Grunde so aus, dass ihr Synergy ausführt. So heißt das Programm nämlich Synergy. Was soll's? Geben wir es nochmal an. Da läuft es bereits. Dann müsst ihr euer einmal einen Server einrichten. Also ein Rechner muss Server sein, der andere muss Client sein. In dem Fall ist der hier der Client. Und wenn das dann also eingerichtet ist, eine Anleitung, es gibt eine grafische Konfiguration, ihr könnt es auch mit Textdateien machen. Wenn das dann alles gemacht ist, führt ihr den Server aus, öffnet ihr das Programm hier. Braucht einen Moment zum Starten. Und im Grunde läuft es dann bereits, weil ich es bereits eingerichtet habe. Hier als Client halt. Hier läuft es auch automatisch und im Grunde kann ich jetzt schon meine Tastatur und meine Maus hier für den Client benutzen. Und da seht ihr auch hier ein bisschen die Maus geht mit oder auch
die Tastatur kann er benutzen und ja, wenn ihr die beiden Programme kombiniert, habt ihr im Grunde schon einen softwareseitigen KVM-Switch, was ihr ganz praktisch findet. Spart Kosten, man muss ihn nur damit ein bisschen auseinandersetzen. Und ja, das war mein Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ansonsten noch viel Spaß damit.